Hallo Wilma! Hallo Freddy! Und natürlich hallo Kinder! Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst am 4. Advent. Wilma, du scheinst ja heute richtig aufgeregt und glücklich zu sein. Oh ja, das bin ich! Jetzt kommt doch bald die heiße Phase! Die heiße was? Na Freddy, nicht mehr lang schlafen und dann ist endlich Weihnachten. Heute haben wir doch schon die 4. Kerze am Adventskranz angezündet. Und das bedeutet doch, dass bald Weihnachten ist. Oder etwa nicht? Ja, Wilma, da hast du genau recht. Hast du denn schon einen Wunschzettel geschrieben? Das habe ich natürlich schon gemacht. Aber du sag mal, warum schenken sich alle etwas zu Weihnachten? Ja, liebe Wilma, ich kenne da jemanden, der uns darüber gern was erzählen möchte. Pass gut auf und hör gut zu. Warum schenken wir uns zu Weihnachten Geschenke? Ist es ein Brauch? Oder hat es vielleicht irgendwas mit Gott zu tun? Genau diese Frage wollen wir heute gemeinsam beantworten. Ja, hallo Tina, was für eine Überraschung. Hallo Sigrid, ich hoffe, dir geht's gut und du hast in diesem Jahr nicht so viel Adventsstress wie in den Jahren zuvor. Danke, schön, dass du fragst. Mir geht's gut. Ach, wenn du schon da bist, komm doch ein bisschen mit rein zu mir. Hey Sigrid, sag mal, du bist ja schon richtig weit mit deinen Vorbereitungen für Weihnachten. Du hast ja schon alle Geschenke, oder? Ja, dieses Jahr schon. Jedes Jahr bin ich nicht so weit, aber dieses Jahr habe ich schon alles. Oh, krass. Ich bin echt verblüfft. Gibt's das? Ja, ab und zu schon. Oh, ich mag ja echt Geschenke. Aber manchmal frage ich mich einfach, gibt's einen Grund dafür? Warum schenken wir uns was zu Weihnachten? Ach Tina, das ist so. An Weihnachten ist Jesus geboren und Jesus ist als Geschenk von Gott eigentlich zu uns auf die Welt gekommen. Und deshalb schenken wir uns auch Geschenke. Das ist ja richtig cool, wenn man mal darüber nachdenkt, dass Gott so ein großes Geschenk uns gegeben hat und wir das manchmal gar nicht realisieren. Da hast du recht. Das ist echt ein Riesengeschenk. Gott schenkt sich uns. Und deshalb können wir zu Gott sagen, ich will ganz dir gehören. Jesus ist Gottes unglaubliches Geschenk an uns. Daran will ich mich bei den Weihnachtsgeschenken erinnern. Wow! Was für ein cooler Gedanke. All unseren kleinen und großen Geschenke sind nur ein Hinweis, dass Gott uns das allergrößte Geschenk mit Jesus macht. Das finde ich toll, dass ich andere gern beschenke, damit sie sich auch freuen können. Jetzt freue ich mich umso mehr auf die Geschenke. Komm, Wilma, lass uns schnell die Kerzen auspusten, damit endlich Weihnachten wird. Au ja! Lass mich mal! Komm, Wilma, lass uns schnell die Kerzen auspusten, damit bald Weihnachten wird. Au ja! Stopp, du bist so... Lass mich mal ran, sagt der Freddy Reiner, und dann bist du dran. Zweiter Take. Also gut. Und los. Komm, Wilma, lass uns schnell die Kerzen ausfunden.